Wrong Turn 2 ist das ideale Beispiel dafür, wie eine Fortsetzung nicht ausschauen sollte. Er schafft es in den letzten 15 Minuten ansatzweise Atmosphäre aufzubauen. Das Finale im Sägewerk ist, abgesehen davon, dass die Ideen hauptsächlich aus Texas Chainsaw Massacre und irgendeinem Ego-Shooter stammen, nicht wirklich kreativ, aber trotzdem, sagen wir mal, zumindest blutig und ansprechend inszeniert, dass zumindest der Gorehound ansatzweise Gefallen dran finden kann. Das ganze Reality-Show-Setting mit den entsprechenden Analviolinen ist sicher nicht das Ideale, was einen Film die Stunde davor ansatzweise tragen kann. Die Charaktere nerven, die Charaktere haben keine Persönlichkeit und im Gegensatz zum ersten Teil, wo es einem irgendwie nicht aufgefallen ist, dass wir entweder mit Karton, Stein oder Styropor zu tun hatten, reibt einem der Film wirklich die Belanglosigkeit seiner Schlachtvieh-Überdosis noch in jeder Szene mehr oder weniger unter die Nase, was mit der Zeit einfach nur anstrengend wird. Wrong Turn 2 kann man nicht als total Reinfall bezeichnen, weil der Film zumindest ansatzweise teilweise noch ansprechende und gut inszenierte Szenen bietet, trotzdem als Gesamtkonzept und vor allem als Fortsetzung des atmosphärischen oder mehr oder weniger subtilen Wrong Turns ist es trotzdem eigentlich nicht wirklich gut gelungen.